Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2. Ja, wie ihr seht, sind wir auf einem Schiff unterwegs, auf einem alten, rostigen Seelenverkäufer, auf der MS Canix. Und ja, wir fahren jetzt hier in unseren Kanal ein. Ich habe nämlich jetzt dann doch eine Keimauer gebaut. Ich dachte, das sieht bestimmt ganz geil aus und das sieht's auch. Mir gefällt das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gucken wir uns das jetzt gleich noch im Detail an. Ja, mal kurz einmal die Schifffahrt hier genießen. Und ja, wir haben hier links, seht ihr einmal ein großes Segelschiff. Das ist ein Museumsschiff. Das wurde hier hingefahren und dann wurden die Masten wieder aufgestellt, weil es kommt ja nicht unter den Brücken durch. Und ja, hier haben wir noch ein paar Ausflugsdampfer links liegen. Und da kommen uns noch ein paar andere Kollegen entgegen. Da haben wir gleich eine Frage vorweg. Wir, also ich gehe jetzt hier raus aus dem Modus. Das mit den Schiffen ist so eine Sache. Die fahren ja komplett weird über die Geschichte hier. Die fahren alle da hinten durch den Pfeiler durch und fahren gleich so links und rechts Kurven. Gibt es irgendwie Wegpunkte für Schiffe? Das wäre auf jeden Fall cool. Wenn ihr da irgendwas wüsstet, sagt mir das auf jeden Fall mal bitte. Hängt mein Mikrofon so tief. Das wäre auf jeden Fall echt mega cool, wenn ihr da irgendwie was wüsstet bezüglich Wegpunkte für Schiffe. Oder ob man das selber irgendwie machen kann. Da könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, fangen wir hier einmal an. Ich habe jetzt also im Offscreen hier ein bisschen gebastelt, wie ihr seht. Also hier fängt jetzt quasi mein Kanal an. Ne? Hier wollte ich eigentlich noch irgendwie einen Leuchtturm hinstellen, aber habe ich noch nicht. Genau, dann geht das hier einfach los. Hier unter der Brücke durch, die ich dann selber gemacht habe, weil hier ständig Pfeiler standen. Habe ich mir hier gesagt, ich baue hier gerade selber eine Brücke. Ist ja wunderschön geworden. Aber naja, funktionell, ne? Genau, dann geht es hier durch. Das Schiff kommt jetzt von hier, fährt genau straight durch diesen Pfeiler durch. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ja, dann geht es hier weiter. Links habe ich einfach erstmal nur einen Wald hingesetzt und einen Weg. Ob das jetzt so bleibt, weiß ich noch nicht. Ich wollte das irgendwie erstmal ein bisschen füllen. Ja, dann geht es hier sozusagen zu einem kleinen Rummelplatz. Ich habe jetzt noch keine vernünftigen Sets von Menschen, deswegen sieht das hier noch ziemlich leer aus. Hier habe ich erstmal ein Haus hingesetzt und hier geht es dann in einen Yachthafen. Ich hatte, beziehungsweise die Besonderheit bei diesem Yachthafen, ihr seht es vielleicht, hier ist auch ein Terminal. Hier fahren auch Schiffe hin. Ich hatte ja erst kleine Sportboote reinfahren lassen, aber die machen so komische Sounds und so komische Wasserspritzer. Das sieht auf Zeit, ist das echt nervig. So ein Segelboot macht so komisches Möwenkreische und das hört man so weit, das ist echt nervig. Habe ich das alles da weggemacht. Hier fahren jetzt alte Raddampfer und so weiter. Die fahren hier rein und parken hier. Ja, aber hier wie gesagt einen kleinen Yachthafen. Hier ist die Hafeneinfahrt. Da musste ich auch ein bisschen tricksen, damit hier auch Schiffe durchfahren. Die Hafeneinfahrt ist, glaube ich, von hier hinten bis hierhin ist der Kanal. Und dann habe ich das einfach hier wieder mit Joyfus Modbox mit Platten zugemacht. Weil wenn der zu schmal ist, fahren da keine Schiffe durch. So fahren jetzt hier genau Schiffe durch. Und das passt auch ganz gut. Da hinten kommt schon Raddampfer, da qualmt es zumindest, glaube ich, ziemlich stark. Ja. Jo, da kommt einer. Ja, die fahren dann hier rein, parken hier und dann fahren sie wieder los. Jo, dann habe ich hier quasi so eine Promenade gemacht. Hier liegt ein Schiff vor Anker, wartet oder macht Pause, keine Ahnung. Und dann geht das dann hier so weiter. Quasi hier durch die Allee, wo auch ein paar Leute laufen. Links sind ein paar Häuser. Hier haben wir noch ein altes Museumsschiff, beziehungsweise so ein Ausflugsdampfer hier. Der macht hier fest. Und hier haben wir dann quasi die Gorch Fock. Die glänzen halt alle so komisch. Aber die liegt halt hier als Museumsschiff, kann man besichtigen. Und dann haben wir hier hinten halt noch so ein anderes Ausflugsschiffchen, was dann, wenn man Hafenrundfahrten macht oder weiß der Kuh was.
Oh, hier kommt's. Ein moderneres natürlich. Ja. Ist doch auf jeden Fall ganz schick. Das ist erstmal soweit, was ich gebastelt habe. Hat natürlich auch viel Zeit gekostet, hier die ganzen Wände zu setzen und dann mit den Texturen und. Aber mir gefällt das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also, ich finde es klasse. So, und ich kann euch das einmal kurz zeigen mit der Linienführung. So, die fahren ständig irgendwie über Kreuz. Ne? Ich verstehe das nicht. Die fahren irgendwie immer geradeaus und fahren dann wieder links oder. Der hier fährt jetzt 5 Minuten durch, aber was macht der? Warum fährt er da mitten durch den Pfeiler durch? Und warum fährt er jetzt auf der Seite? Warum kann er nicht einfach immer rechts bleiben? Das finde ich voll blöd. Und wie oft die ihre Seite wechseln. Hier wird wieder Seite gewechselt. Hier wird wieder die Seite gewechselt. Hier wird wieder die Seite gewechselt. Wie jede Kurve. Das finde ich total scheiße. Also wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, Wegpunkte zu setzen oder so, wäre ich da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Weil das gefällt mir überhaupt nicht. So, ansonsten habe ich natürlich auch noch hier ein bisschen weiter gemacht. Unsere Fähre fährt ja jetzt. Und wir hatten das Problem, dass der Zug mit dem Rohöl ja hier ankam und hat das alles zu dem Bahnhof gestellt. Also es wurde automatisch dahin gebracht. Da fährt ja gar kein Zug. Und ich habe mir jetzt hier eine kleine Köf geholt mit 4 Waggons. Die fährt quasi jetzt von dem Bahnhof, wo jetzt das Rohöl angeliefert wird. Die hat jetzt auch die Raffinerie hier in Range. Also wird das Zeug jetzt von hier direkt hierhin geliefert. Die liefert es ja nicht direkt an die Treibstofffabrik. Die liefert es jetzt hier an die Güterstation oder an die kleine Köf, das hier hinbringt, wieder auslädt in die Fabrik und die bringt es dann zum Hafen, ins Schiff und dann rüber. So, hier haben wir jetzt ja wieder unseren Güterzug mit Rohöl. 218 Einheiten. Warum der nicht voll ist, das weiß ich auch nicht. So, und der bringt jetzt das genau direkt hier hin. Dann geht hier gleich die Produktion los. Und wenn der dann voll ist, dann fährt er los und bringt es hier, also zu der Station, und dann damit dann die Produktion auch zum Laufen geht. So, jetzt geht das hier los und hier könnt ihr dann auch schon direkt sehen, wie das steigt. Der lädt jetzt quasi direkt in den Zug. Und wenn er gleich voll ist, dann tuckert er darüber. Und dann, wenn das Schiff irgendwann voll ist, fährt die Fähre hier einmal rüber und dann wird das mit den Straßenbahnen, mit den Trambahnen dann hier nach Minden gebracht. Minden hat auch gerade einen richtigen Explosionsschub durch die ganzen Güter. Also es geht gerade sehr, sehr steil nach oben hier. 1000 Einwohner. Das ist schon mal nicht schlecht. Und was ich auch haben wollte, waren ja hier oben die Häuser. Das hat auch ganz gut geklappt. Muss natürlich alles noch ein bisschen angleichen. Das sieht ganz schön aus. Hier mit den Häusern, das gefällt mir auch gut. Hier oben bauen die irgendwie immer, obwohl ich die Straßen abreiße oder wieder neu baue. Irgendwie, naja, haben sie da so ihre kleinen Macken. So. Ansonsten habe ich nichts gemacht. Ich hatte zwischenzeitlich wieder so extreme Lags, dass ich das Spiel wieder neu starten musste. Wir können uns jetzt hier noch etwas um das Güternetz kümmern. Ich würde jetzt ja ganz gerne hier oben noch einen Zug durchfahren haben, der jetzt, sage ich mal, irgendwo hier hinten, wo auch immer, nochmal wieder Rohöl holt, fährt dann hier zurück, fährt dann hier rüber, lädt das dann hier hinten ab, hier, weil der hat dann alles damit drin, fährt dann weiter, hier lang, irgendwo. Da ist ja auch wieder Rohöl. Das holen wir es ja schon weg. Und sag ich mal, holt es dann irgendwo nochmal hier hinten, holt auch wieder Rohöl, fährt wieder zurück. Also er hat quasi 2 Ladestationen auf seiner Route. Das wollte ich ganz gerne noch machen. Und irgendwann in Oskil muss ich hier diese ganze Brücke abreißen. Das gefällt mir nicht mehr.
Das gefällt mir nicht mehr so, wie ich das haben wollte. Hier ist auch Stau. Da sind übrigens mittlerweile zwei Eisenerzzüge auf der Linie. So, jetzt können wir natürlich mal gucken. Wir haben ja hier eh schon eine Linie. Da könnten wir jetzt auch mal die Personen noch mal wieder ein bisschen weiterführen. Ich weiß noch nicht, wo ich hier einen Bahnhof hinsetzen möchte. Das ist alles so hügelig. Vielleicht muss ich mir da doch mal die Underground runterladen, dass hier der Zug unterirdisch hält. Ja, oder wir trennen jetzt erstmal hier unsere Linien. Ne, komm, wir machen heute was anderes. Wir ziehen jetzt heute mal unsere... Was ist denn hier gebaut? Naja. Heute ziehen wir mal unsere Intercity weiter. Jetzt fährt der Intercity ja auch noch nach Worms. Da soll ja der RE hinfahren. Der Intercity soll ja weiter nach Lippenzelle fahren. Machen wir das doch mal. Heute. So. So, wir haben ja hier schon die Kreuzungsweiche drin, ne? Ne, noch nicht wirklich, aber das können wir nachher noch ändern. Ja, ist auf jeden, hat auf jeden Fall ein paar Leute geladen. Aber bald wird er dann hier hinten lang fahren. So. Straßenverbindungen, das ist auch noch so ein Thema. Und Brücken. Weil das nicht so wirklich gefällt hier, KI-mäßig. Bleibt mal schön auf der Höhe. Im Prinzip müsste es eigentlich noch ein bisschen höher gehen. Wir dann hier gleich keine Probleme irgendwie mit der Brücke bekommen. Ja, das geht, das ist okay. Was nehmen wir denn da jetzt für eine Brücke? So eine, aber da kann der Zug noch 160 fahren, 120. Gut, da soll ja der Intercity drauf fahren, ne? Da können wir ruhig auch mal hier was Neueres nehmen. Nehmen wir die. Die ist zeitlos. So. Zack. Da ist auch wieder Platz für die Schiffe nach unten drunter durchzufahren. Die fahren wahrscheinlich eh wieder mitten direkt durch den Pfeiler. So, jetzt einmal eine leichte Rechtskurve. Können wir dann gleich auch mal nach der Kurve wieder ein bisschen tiefer gehen. Und nicht ganz so hoch bleiben. Zack. Aha. Jetzt sind wir schon wieder zu tief. Ach du Kacke. Das ist ja die falsche Oberleitung. Muss ich gleich einmal die Strecke auf 250 ausbauen, dann passt das. Ja, jetzt ist die Frage, hier geht es doch nur wieder runter danach, ne? Ja. Dann können wir vielleicht auch einen Tunnel machen. Ja, können wir einen Tunnel machen. So. Zack. So, dann grain wir das alles mal auf 250. Dann haben wir die andere Oberleitung. Weil das geht ja nun nicht. So. Zack. 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 Dann haben wir wieder die deutsche Oberleitung. Perfekt. So, dann kann der Intercity nachher hier schön lang bügeln. Und dann würde ich sagen... Das ist natürlich jetzt hier wirklich nur ein winzig kleines Ort. Also ob der Intercity hier anhalten wird, das, ja, müssen wir mal sehen. Vor allem jetzt wird er ja noch kleiner. Jetzt hat er wahrscheinlich nur 90 Einwohner noch. Hier können wir einen
klitzekleinen Bahnhof hinsetzen. Auch nur zweigleisig so ein. Da wird er dann eher durchrauschen. Und dann vielleicht mal so eine S-Bahn oder irgendwie sowas. Wenn ich irgendwie sowas habe. Der kann dann hier mal halten. Klein. Das Problem ist sowieso, dass ich bei dem Bahnhof die Oberleitungsmasten nicht tauschen kann. Also der wird immer diese komischen alten Standarddinger haben, weil ich kann nicht die Gleise abreißen und neue Oberleitungsmasten dahinsetzen. Der nimmt gar keine elektrifizierten Strecken an. Das ist natürlich doof. Ne? Also so langsam soll der hier nicht durchfahren. Das kann da ruhig schon voll durchrauschen. Wahrscheinlich eher den Bahnhof nochmal abreißen und ein bisschen umplatzieren. Vom Winkel her. So. Dann mal gucken, was da jetzt bei rumkommt, wenn wir jetzt direkt da drauf gehen. 250, 250, perfekt. Dann kann das so bleiben. Macht auch automatisch hier einen Tunnel rein. Das gefällt mir auch sehr gut. Und dann soll es ja weitergehen bis nach Hannover. Komm, Straße. Soll das jetzt sein? So. Zack. Die holt sich das ja hoffentlich wieder hier, ne? Die City. Die City. Wo haben wir denn die Straße? Da. Dann ziehen wir einmal hier wieder so längs dran her. So, können die Leute dahin laufen. Hier habt ihr eine Verbindung. Und hier kriegt er auch eine Verbindung. So. Dann werdet glücklich, Leute. So, ja, Hannover ist natürlich noch so ein anderes Thema. Ich weiß noch gar nicht, wo ich das hier hinbauen möchte. Aber wenn in Intercity, auf jeden Fall jetzt schon mal umrouten, auch wenn der hier jetzt von der Länge noch gar nicht reinpasst, aber ich möchte den jetzt erstmal von dem Gleis weg haben. Und dass wir auch den Regio jetzt ändern können. Dass der dann hier nach Worms fährt und der Intercity da gar nicht mehr hinkrust. So. Natürlich dann jetzt auch mal gucken, wo wir das jetzt hier mit oder wie wir das jetzt hier mit den Gleisen machen. Einmal auf Pause. Intercity in Hannover. So, da bist du, mein Freund. Schlauer wäre es natürlich, wenn der Intercity auf der anderen Spur fahren würde. Und der ICE und der Regio auf der anderen Seite. Welches Signal ist das denn hier? Das da. Okay. Und dann machen wir das doch weg. Muss irgendwo auch noch andere Signale sein. Da. Hier haben wir welche. Und dann fällst du weg. Perfekt, macht er schon von alleine. Er kriegt das aber trotzdem wieder, damit er gar nicht erst auf dumme Gedanken kommt irgendwann mal. So. Du bist wahrscheinlich das da hinten, oder? Ja, gut. Worms fällt natürlich jetzt weg, mein Freund. Du fährst jetzt ja bis nach Bad Lippzelle oder sowas. So. So, und auf dem Rückweg hast du schon sehr schön automatisch erkannt, fährst du hier rüber. Perfekt. So. Und dann haben wir einmal den RE. Mitten Hannover. Das ist der, der nach Bückeburg fährt. Der fährt nämlich jetzt hier hinten lang. Also die beiden Signale. Da.
So, du fährst dann nach Minden. Zufügen. Fährst du einmal hier rüber. Und wenn du aus Bückeburg nach Bückeburg, dann fährst du erstmal noch weiter Richtung Worms. Richtig. Erst dann wieder über Bückeburg. Ja, das ist auch richtig. Allerdings falsches Gleis. Der Gleis 3. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Ah, keine Weiche hier hinten. Keine Weiche. Das ist der einzige Grund. Ja, Weiche falsch rum. So, jetzt müsste das gehen. Sieht schon mal ganz gut aus. Perfekt. Und er fährt jetzt auch gleich hier oben lang. Ich gebe mir jetzt trotzdem nochmal das Signal als Gedankenstütze. So, schön auch, dass man das jetzt hier gar nicht sieht. Aha, jetzt sieht man das. So verschwindet das. Ist auch schon schön. So, und dann fahren die hier unten wieder rein und dann bleibt alles beim Alten. Zack. Perfekt. Mal gucken, dass ich dann vielleicht noch an Intercity und mehr mit dir auf die Linie setze. Das könnten wir eigentlich jetzt mal noch machen. Aber hinten habe ich jetzt kein Depot. Aber mache ich im Offscreen. Muss ich mir mal angucken. Wir sind dann auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Das war heute jetzt ein bisschen viel Gelaber. Mir geht es gerade überhaupt nicht gut. Ich habe unheimlich Kopfschmerzen. Wahrscheinlich habt ihr es auch ein bisschen gemerkt. Und müssen wir mal gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.